So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich will in diesem Video ein bisschen was Ernsteres mit euch besprechen und das ist diesmal wirklich ein bisschen ernster. Und auf jeden Fall, ich habe gerade das neue Mikrofon drauf. Ich hoffe, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich werde das dann so am Anfang ein, zwei Mal einblenden, das normale und das neue. Weil ich habe mir endlich dieses scheiß Kabel geholt, dieses Kabel, so lang und kostet 10 Euro. Ja, jetzt habe ich hier auf jeden Fall dieses Dreifach-Set mit dem Handy, wo die Aufnahme geht, unten das Mikrofon und oben seid ihr. Aber ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir kommen jetzt hier zurück. Ich muss mal kurz hinten mein Bett verdecken, weil das absolut unordentlich ist. Es geht heute nämlich um ein, zwei wichtigere Sachen, die für diesen Kanal auf jeden Fall die Zukunft sein werden. Ich bin momentan wieder glücklicher, muss ich sagen, seit ein paar Tagen, weil ich habe jetzt ein Video für einen anderen Freund geschnitten, das auch echt gut geworden ist und das hat mich wieder ein bisschen motiviert, aber auf jeden Fall, ich war die letzten Monate, habt ihr vielleicht auch ein bisschen gesehen, ein bisschen unmotiviert und extrem. Ich hatte eine richtige Down-Phase, was Videos anging. Ja, mir gefällt die Struktur auf meinem Kanal überhaupt nicht mehr. Da ist überhaupt keine Struktur drin. Es kommen teilweise Videos fünfmal die Woche gefühlt. Also es kommt eine Woche, da kommen fünf Videos und dann kommt eine Woche, da kommen keine Videos. Und ich hatte so oft Zeiten, wo ich keine Videos gebracht habe und das gab so eine Unregelmäßigkeit in den Videos, was mich einfach extrem unglücklich gemacht hat. Deswegen habe ich mir jetzt einen genaueren Plan aufgestellt und ich mache nur wirklich das, worauf ich wirklich Bock habe. Und zwar habe ich mir jetzt so einen kleinen Plan erstellt, was mein Kanal wirklich mal strukturiert und damit ihr mal wisst, was in meinem Kanal überhaupt vorkommt. Und zwar habe ich dafür drei Punkte genommen, was auch an drei verschiedenen Tagen kommt. Heißt jetzt nicht, dass diese drei Tage zum Beispiel sein, wenn ich jetzt sage Montag, Mittwoch, Samstag, dass an allen drei Tagen was kommt, sondern dass ihr wisst, aha, es kommt Montag ein Video, also muss es zu dem Thema gehören. Aha, es gehört Mittwoch ein Video, es muss zu dem Thema gehören und bei Samstag genau das gleiche. Genau, Montag hatte ich vorgesehen Teil Technik. Was heißt Technik? Also Technik, Unboxing, Reviews und sowas zum Beispiel. Oder auch Kurzfilme würden auch darunter zählen, meiner Meinung nach. Einfach alle Videos, wo ich Technikprodukte vorstelle, wo ich Kurzfilme mache. Also alles, wo ein bisschen mehr Arbeit drin steckt, was vielleicht auch über Monate geht. Es kommt noch ein cooler Kurzfilm mit René. Ne? Mittwochs würde unter die Kategorie Vlogs immer noch alles zählen. Der Mittwochs-Vlog bleibt bestehen. Vlogs oder auch Lost Places würden dazu kommen. Jetzt im Sommer, da habe ich richtig Bock drauf. Oder auch so Challenges zum Beispiel, wie ich versuche mit 1 Euro Budget einen besseren Burger zu machen als der Hamburger von McDonald's. Sowas zum Beispiel, darauf habe ich auch mega Bock. Und Samstag würde dann unter die Kategorie Gaming zählen, Gaming, neue Spielvorstellungen, obwohl ich mich da ein bisschen mehr konzentrieren will. Und zwar kommen nur noch Spiele, die ich euch vorstellen möchte. Heißt sowas wie Steam-Spiele früher, was leider abgesagt worden ist, weil wir einfach da nicht weitergekommen sind. Sowas würde halt runterzählen. Oder Rocket League. Ich bringe zum Beispiel jetzt nicht, sagen wir mal, ein Spiel, was ich keinen Bock drauf habe, mehrere Male, sondern ja, einfach halt Gaming so und Spiele, die ich euch vorstellen möchte. Und mein Ziel ist dann, mindestens ein dieser drei Videos pro Woche hochzuladen. Und das beste Ziel wäre natürlich drei oder halt auch zwei, würde mir auch reichen. Weil Technik kommt dann halt nur jeden Monat ein oder zweimal. Oder es zählt auch eine Lootbox unter Technik. Das wird auch kommen noch. Und ja, dazu möchte ich jetzt auch eure Meinung hören. Da oder da, ich weiß jetzt nicht, für wo das euch ist. Wie findet ihr die Idee, dass ich dieses jetzt in drei wirkliche Punkte unterstreichen möchte, dass ich den Kanal wirklich mal strukturiere, dass ich nicht alles unterschiedlich hochlade an unterschiedlichen Tagen, sondern mir feste Tage genommen habe, wenn was kommt, dann Montag, Mittwoch oder Samstag. Und auch ein ganz großes Thema, 2019 möchte ich mehr auf euch eingehen. Ich habe mir letztens meine Videos alle nochmal angeguckt und habe mir so ein paar rausgesucht, die ihr extrem gefeiert hat, zumindest an der Like-Zahl und an der Aufrufzahl. Und da waren einige Videos sehr oben, wo ich keinen zweiten Teil gebracht habe, wo ich das angekündigt habe. Und da will ich auch mehr auf euch eingehen, worauf ihr wirklich Bock habt. Zudem möchte ich mich mehr von anderen YouTubern abheben, indem ich mir einfach nicht diese 0815 Videos mache, wie momentan zum Beispiel angesagt der Game Master. Game over. Sondern irgendwas, was mich dann auch auszeichnet. Sind es diese Kurzfilme, zum Beispiel bei Energie, das würde mich zum Beispiel auszeichnen, was nicht jeder YouTuber hat oder den Mittwochs-Vlog hat in der Form auch nicht wirklich jeder oder dieses 1 Euro bessere Hamburger, was weiß ich, hat auch nicht jeder. Aber das liegt dann an mir, an meinen Videoideen, natürlich auch an euch. Habt ihr Videoideen, dann schreibt ihr unten in die Kommentare. Und was ich auch auf jeden Fall verbessern möchte, ist das Kanaldesign ab 2019. Bessere und einheitlichere Thumbnails, weil manche haben sich so hart unterschieden voneinander, das hat dann einfach nicht zusammengepasst, deswegen von den Farben, von der Struktur her soll es alles ungefähr gleich werden, auch der Banner wird neu werden. Und eine ganz wichtige Sache jetzt noch, ja, es geht um Fabian, und zwar hat ihn irgendein Hacker, hat sich in seinen Account reingehackt und hat den Account gelöscht.
Daher hat er keinen YouTube-Account mehr, wurde alles gelöscht. Sein ganzer Kanal, der Hacker hat sich reingehackt bei Gmail, hat die E-Mail gelöscht, sein Konto wurde gelöscht. Sobald mir Fabian seinen neuen YouTube-Kanal-Link schickt, werde ich ihn auf jeden Fall bei euch verbreiten, dass ihr ihn auch abonniert. Dieses Video ist auch nicht hart gut geschnitten, weil es mir einfach wichtig war, dass ich das euch so übermittle. Aber ich muss einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich muss nämlich gleich los und viel Spaß mit dem Video.